So, und heute möchte ich mit euch über Redewendungen sprechen, die wir verwenden, um eine Person zu beschreiben. Die erste Redewendung, die ich für dich habe, ist: Du bist ein Unikat. Du bist ein Unikat. Das verwenden wir, wenn eine Person oder wenn wir sagen wollen, dass eine Person besonders einzigartig und originell ist. Sie hat irgendetwas, das sich von anderen unterscheidet. Du bist ein Unikat. Dann habe ich für dich: Du hast ein Herz aus Gold. Du hast ein Herz aus Gold. Also du bist besonders mitfühlend, freundlich, großzügig. Dann würden wir sagen, du hast ein Herz aus Gold. Die nächste Redewendung ist: Du bist ein wahrer Schatz oder diese Person ist ein wahrer Schatz. Also der Schatz, ja, the treasure, und das würden wir halt eher verwenden, wenn du eine Person beschreiben möchtest, die besonders wertvoll ist, auch liebevoll, natürlich auch freundlich, großzügig und so weiter, aber besonders eben wertvoll. Du bist ein wahrer Schatz. Die nächste Redewendung ist: Du hast eine Nase für das Besondere. Also besondere, the special thing. Ja, also du bemerkst etwas, das andere Leute nicht bemerken. Du hast ein Auge vielleicht für eine besondere Situation. Du erkennst etwas, das andere nicht erkennen oder bemerken. Du hast eine Nase für das Besondere. Und dann natürlich, diese Person ist ein wahrer Sonnenschein. Diese Person oder du bist echt ein Sonnenschein, ein wahrer Sonnenschein, fröhlich, aufgeschlossen, munter. Diese ganzen Adjektive würden wir verwenden, um diese Person zu beschreiben. Du bist ein wahrer Sonnenschein. Und wenn jemand besonders vielseitig und talentiert ist, also sehr gut in vielen verschiedenen Dingen ist, dann würden wir sagen, du bist ein wahrer Tausendsasser. Du bist ein wahrer Tausendsasser. Also das könntest du zum Beispiel verwenden, wenn jemand besonders gut in Mathematik ist, keine Ahnung, dazu auch noch Gitarre und Schlagzeug spielen kann und vielleicht auch noch drei, vier Sprachen spricht. Keine Ahnung. In solchen Situationen zum Beispiel könnte man sagen, du bist ein wahrer Tausendsasser. Und wenn du sagen möchtest, dass eine Person sehr geschickt ist, sehr begabt ist in einer bestimmten Sache, dann könnte man sagen, du hast ein gutes Händchen. Händchen, also die Hand und dann eben die Verniedlichung davon. Du hast ein gutes Händchen. Und zu guter Letzt, du bist ein Juwel. Du bist ein Juwel. Das ist so ähnlich wie Schatz. Also hier würden wir das verwenden für eine Person, die besonders wertvoll ist, besonders freundlich ist, die uns einfach sehr gut tut. Du bist ein Juwel. In den Shownotes findest du noch weitere Informationen, wie du mit mir Deutsch lernen kannst. Oder geh einfach auf meine Webseite expertlygerman.com. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Lass doch einfach einen Kommentar da und drücke auf Subscribe. Tschüss!